Hallo und herzlich willkommen zu meinem News-Video im Juni. Ich möchte euch mit euch wieder so ein bisschen teilen, was es so Neues gibt, aber ganz zu Anfang möchte ich nochmal Danke sagen. Es ist so wahnsinnig, was hier passiert, was ich so einen Zuspruch von euch bekomme. Also hier auf YouTube natürlich mit neuen Abonnenten, mit ganz vielen Likes, mit super, super vielen Kommentaren in letzter Zeit. Das ist so, 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 so schön. Aber auch überall sonst, auf Facebook, auf Instagram auch sehr, sehr stark. Auch sehr, sehr stark in meinem WhatsApp, bei meinen WhatsApp-Impulsen, wo ihr euch auch immer anmelden könnt. Und da schreibt ihr mir halt dann auch von euren persönlichen Geschichten und wie das bei euch läuft. Und es ist so schön, dass ihr euch dann auch so mir gegenüber öffnet, weil ich ja doch irgendwo, wenn man so runterbricht, eine Fremde für euch bin. Und das ist so, 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 so schön. Und deswegen wollte ich die Möglichkeit nochmal nutzen, um dafür auf jeden Fall Danke zu sagen. Dann wollte ich euch sagen, dass ich so eine kleine Sommerpause mache. Das heißt, jetzt im Juni wird noch alles ganz normal laufen, aber dann im Juli und August wird es A, keine Gruppencoachings geben, B, wird es natürlich weniger Input geben bei WhatsApp, bei Facebook. Bei Instagram wird sich, glaube ich, nicht viel ändern. Das ist halt so, ne? Also ich bin halt so ein Instagram-Suchti. Also da werdet ihr in den Stories schon fast täglich auf jeden Fall was von mir bekommen. Und auch hier auf YouTube wird es ein bisschen ruhiger werden. Das liegt zum einen daran, dass ich natürlich über die Jahre gemerkt habe, dass auch ihr im Sommer weniger YouTube konsumiert. Aber auch, dass ich selbst dann natürlich, wenn dann die Kinder auch Kindergarten frei haben und auch an den Wochenenden ist man dann viel mehr draußen unterwegs, mit Freunden unterwegs. Und es wird auf jeden Fall Videos geben, aber ein bisschen reduzierter. Ich weiß noch nicht wie, ob es dennoch jede Woche irgendwas geben wird oder ob es mal 2 Wochen nichts kommen wird. Aber ich wollte euch darauf vorbereiten, dass ich schon so eine kleine Sommerpause mache im Juli und August. Und weil es dann halt auch keine Gruppencoachings geben wird, haben wir uns, oder ich mir mit meiner Expertin, die ich mir da ins Boot geholt habe, für Juni nochmal was richtig, richtig Tolles überlegt. Im Juni ist das Thema des Online-Workshops, den wir zusammen machen, dein Selbstvertrauen zu stärken. Und Selbstvertrauen ist für mich auf ganz, ganz vielen Ebenen des Mama-Seins wichtig. Ich habe das in meinen Coachings ganz, ganz oft gehört. Oh, die Schwiegermutter, die immer mit Tipps kommt. Oder die eigene Mutter zum Beispiel. Oder die Tante. Oder irgendwie fremde Leute auf dem Spielplatz. Oder. Die so mit Erziehungstipps zu euch kommen. Oder die der Meinung sind, ihr müsstet euer Leben so leben. Ihr müsstet eure Kinder so und so erziehen. Und was euch verständlicherweise fertig macht. Euch unter Druck setzt. Und wenn ihr Selbstvertrauen habt, dann macht ihr euch stark gegen so etwas. Dann erzieht ihr eure Kinder so, wie ihr das möchtet und könnt es auch so nach außen tragen, mit Selbstvertrauen, mit Selbstbewusstsein. Ihr könnt dann dagegen anstehen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Das ist auch was ich sehr gelernt habe. Dann, wenn ihr starkes Selbstvertrauen habt, macht ihr euch natürlich unabhängig von der Meinung und von der Anerkennung anderer. Es ist euch nicht mehr wichtig, was Hinz und Kunz über euch denkt, weil ihr das Selbstvertrauen habt, zu wissen, dass ihr das super macht, dass ihr super aussieht. Selbstvertrauen bedeutet für mich aber auch als Mama, das Selbstvertrauen zu haben, unsere weibliche Seite zu leben. Auch Frau zu sein. Nicht nur Mama in Schlabberklamotten, weil es praktischer ist, sondern auch Frau zu sein. Und es da auch überhaupt nicht schlimm zu finden, mit Kindern draußen unterwegs zu sein. Und wenn man damit klarkommt, High Heels zu tragen, kurze Röcke zu tragen, einen Lippenstift zu tragen oder mal ein bisschen ausgefallenere Klamotten. Warum auch nicht? Wenn ihr das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein habt, dann lebt diese weibliche Seite von euch ganz, ganz offen. Das ist vor allen Dingen wichtig für unsere Töchter, das so zu sehen, aber auch natürlich für unsere Söhne. Da sind, also meine Kinder sind sowieso immer mein Motivator Nummer 1 und auch als ich damit angefangen habe, mein Selbstvertrauen, mein Selbstbewusstsein zu stärken, weil ich wusste, ich möchte selbstbewusste Kinder erziehen. Kinder erziehen, die ein starkes Selbstvertrauen haben, weil das so wichtig ist in unserer heutigen Zeit. Und dafür muss ich ein gutes Vorbild sein. Dafür muss ich das leben, um das meinen Kindern beibringen zu können. Und Selbstvertrauen ist etwas, was wächst. Das hat man nicht automatisch, das wächst. Und das kommt vom Tun. Wenn ich Dinge tue aus meinem Herzen heraus, aus einem Impuls heraus, weil ich das gut finde, dann kommt dieses Selbstvertrauen einfach ganz automatisch mit der Zeit. Es ist einfach wichtig, auf sich selbst zu hören, auf das Bauchgefühl zu hören, darauf zu vertrauen, dass das richtig ist und dann das auch wirklich zu tun. Wenn du der Meinung bist, deine Kinder auf diese oder diese Art und Weise zu erziehen, weil sich das für dich richtig anfühlt, dann mach es so, unabhängig davon, was deine Mutter
oder deine Schwiegermutter davon hält, steh dazu, aber du brauchst das Selbstvertrauen dazu. Tu, und das ist für mich immer die Grundregel, tu das, was du für richtig hältst, solange du damit niemandem wehtust. Das ist erstmal so die Prämisse dabei. Und in diesem Online-Workshop, den ich da im Juni jetzt mit euch halten werde, haben wir wirklich 4 intensive Wochen zusammen, wo ich wirklich für euch da bin, wo wir Übungen machen, wo ihr Hausaufgaben von mir bekommt, wo ihr ganz viel Input zu dem Thema bekommt. Und in 4 Wochen, in 30 Tagen kann man viel, viel, viel erreichen, um dein Selbstvertrauen, dein Selbstbewusstsein zu stärken. Wir werden da eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe auch haben, wo wir uns dann auch immer wieder in diesen 4 Wochen austauschen können. Wenn da mal Probleme auftauchen, könnt ihr davon berichten und könnt euch gegenseitig stärken, auch mit den Aufgaben, die ich euch da geben werde. Es ist einfach, ich mache ja diese Online-Workshops jetzt seit Januar diesen Jahres, jeden Monat. Und da entsteht so eine geniale Energie. Das ist auch für mich immer super toll, weil ich da so erholt und mit so viel Energie immer dann auch aus diesen Calls rausgehe. Weil da einfach Mütter sind, die genau dasselbe Thema haben wie du. Die haben genau dieselben Sorgen, genau dieselben Probleme, genau dieselben Erlebnisse. Und das stärkt einfach so dieses Wissen, da sind Mamas, die genau dasselbe erleben wie ich. Ich bin damit nicht alleine und das macht das für mich so besonders. Und wir haben wie jeden Monat 2 Skype-Gespräche, die jeweils ungefähr eine Stunde gehen, die wir dann alle zusammen haben, wo wir uns alle zusammen sehen und austauschen können. Und diesen Monat wird das Spezielle sein, dass ich mir eine Expertin für Selbstvertrauen noch mit ins Boot geholt habe, die ich euch da auch ganz wundervollen Input geben kann. Und zwar ist das die wundervolle Maxine Schiffmann, die ich jetzt seit einem reichlichen Jahr kenne und sehr, sehr eng mit ihr zusammenarbeite. Und da freue ich mich sehr drauf, dass sie dann in dieser kleinen Mama-Runde, die wir dann haben, ist wirklich nur eine kleine Runde, damit ich wirklich sehr intensiv mit euch arbeiten kann, damit dabei sein wird. Und ich freue mich darauf. Also wenn das so euer Thema ist, wenn ihr euch jetzt auf irgendeine Art und Weise davon angesprochen gefühlt habt, dann meldet euch super gerne bei mir. Entweder hier gleich eine Nachricht bei YouTube schreiben, im besten Fall aber eine E-Mail schreiben oder auch wenn ihr in meinen WhatsApp-Impulsen dabei seid, habt ihr meine Handynummer, dann könnt ihr mir auch darüber schreiben. Oder auf Instagram oder auf Facebook irgendwie. Kontaktiert mich auch, wenn ihr noch Fragen dazu habt. Also dieser 4 Wochen online Workshop kostet euch 47 Euro, das habe ich noch nicht gesagt, genau einmalig 47 Euro. Und ich bin sehr gespannt, ich freue mich auf euch, diese Zeit mit euch zu erleben, gemeinsam unser Selbstvertrauen, unser Selbstbewusstsein zu stärken, weil es braucht mehr Mamas auf dieser Welt, die das Selbstvertrauen haben, nach außen zu gehen und ihre innere Essenz wirklich auch zu leben. Und das macht so frei und das bringt euch so viel Energie und Lebensfreude, wenn ihr euch frei macht von diesen Fesseln, von diesem Gefängnis, was ihr euch selbst geschaffen habt, durch das, was die Gesellschaft euch sagt, wie ihr erziehen müsst, wie ihr leben müsst, wenn ihr euch davon frei machen könnt. Und das wünsche ich uns allen so, 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 so sehr. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr bei diesem Online-Workshop dabei seid mit noch ein paar anderen lieben Mamis. Und ansonsten war es das schon zu den News im Juni. Ich freue mich auf euch. Meldet euch bei mir und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!